Liebe Kinder auf die deutsche Seite, lieber Max, übernimm den Steigus. Super, danke fürs Halten. So, Österreich, hört sie auf! So, dann schauen wir, die Bühne ist etwas groß gerannt heute. Wir gehen zur Rhein! Wir, die Österreicher und die Deutschen, wir sind gemeinsam auf der ganzen Welt. Wir sind eine Menschenfamilie. Wir lieben einander. So, liebe davor und langsam. Hallo Deutschland! Hallo Österreich! Wenn ihr das hier seht, das ist einfach fantastisch. Auf beiden Seiten. Tausende von Menschen. Wirklich genial. Ich bin ja durch. Und ich habe... Du musst dich vorstellen neu. Achso, ja. Alexandra Motschmann. Okay. Also, ich habe ein Gedicht verfasst. Ich bin fassungslos. Ich bin so fassungslos. Ich bin so unendlich fassungslos. Offenbare ich meine Sicht ganz einfach und ganz schlicht. Jeder hat sein inneres Gericht. Genau, Freiheit und Demokratie. Ich bin so fassungslos, wenn ich sehe, dass die Welt der Angst viel mitreißt und die Menschlichkeit geradezu entreißt. Ich bin fassungslos, wenn ich mir die heutigen Politiker ansehe und begreife, dass es bei einigen überhaupt keine Herzensreife mehr gibt. Ich bin so fassungslos, wenn ich erkenne, dass einige wenige einen Raum gewinnen und dies als Regel Reset in Business Economy führen. Ich bin fassungslos, wenn ich unser Rechtssystem in Gefahr erkenne und Ottermann als Opfer den Namen nenne. Ich bin so fassungslos, wenn ich die Reden meiner Frau Merkel lausche und sie mit dem Mephisto vertausche. Ich bin also wirklich fassungslos. Und dieser Virus, ja, es gibt ihn. Den gibt es übrigens schon seit irgendwie 30 Jahre. Oder vielleicht sogar mehr. Dieses Covid mit 1, 2, 3 und. Aber er ist fast genauso wie ein normaler Virus einer Influenza. Und wenn jetzt alles in den Lockdown verfällt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, was ist das für eine Welt? Das geht gar nicht. Ah, ich muss mich von den Boxen weg.
Aber ein Virus. Ein Virus, den wir nicht erzählen, ist ein neuer Virus. Und ein neuer Virus ist ausgebrochen. Er ist aus seiner Höhle gekrochen und hat seine Schatten sich gestellt und erobert gerade die Welt. Zuerst hat er nur einige infiziert und die Liebe in ihm produziert. Doch ist er unaufhaltsam und ist das neue Lebensmodell. Er zerstört die Zellen der Macht und ist in Ritter, in voller Pracht, mit der Rüstung der Lebensstrategie und dem Schwert der Zukunftsstrategie. Die Pandemie der Menschlichkeit, sie ist voll aktiv und weltweit. Selbst die Herzen aus Stellen fällt sie ein, Niemand kann sich dem erwehren und es lässt sich geradezu stets vermehren. Denn die Tür ist Mut, Freude und Glück. Und die Menschheit bekommt ihre Liebe wieder zurück. Für Liebe, Freude, Freiheit, Demokratie. Liebe, Freude, Freiheit, Demokratie. Liebe, Freude, Freiheit, Demokratie. Und vielen Dank, dass wir hier auf der Bühne der Brücke hier stehen und Brücken schlagen, weil wir werden weiter Brücken schlagen zu allen Menschen und immer wieder, unaufhaltsam, ewiglich. Vielen Dank. Vielen Dank an die Alexander Motschmann.